Kobati-Pionier Oliver Stephan hatte im Vorfeld der ersten Avesa-Kobati-Meisterschaft der Sparkasse Weserbergland nicht zu viel versprochen. Ganze 64 Sportler, darunter 48 Männer und 16 Frauen, erschienen, um sich in der Sporthalle Salzhemdorf zu messen und den ersten Kopfballtischtennis-Champion zu küren. Die Teilnehmer gaben alles. Zahlreiche hochklassige Matches gab es zu bestaunen. Die Kontrahenten lieferten sich im wahrsten Sinne des Wortes dramatische Kopf-an-Kopf-Duelle. Und damit sich die Duellanten auf Augenhöhe trafen, gab es nach der Gruppenphase auch für die hinteren Platzierungen eine sogenannte B-Runde, die exakt wie die Runde der Gewinner ablief. So hatte jeder Teilnehmer mindestens 6 Duelle. Die investierten 5 Euro Startgebühr waren also mehr als gut angelegt. Überraschend, die jüngsten Teilnehmer, die zwischen 13 und 15 Jahren alt waren, sorgten für großes Aufsehen. Aufgrund ihrer geringeren Körpergröße gingen sie mit einem kleinen Wettbewerbsvorteil in das Turnier und köpften den ein oder anderen erfahrenen Sportler raus. Vor allem die Schüler Yasin Bekler und Felix Granzo trieben ihre Gegner regelrecht zur Verzweiflung und verdienten sich gehörig Respekt im Teilnehmerfeld. Den Turniersieg machten jedoch die Favoriten unter sich aus. Die Gebrüder Ralf und Andreas Schieler wurden von Oliver Stephan schon in den Turniervorbereitungen als Favoriten auserkoren und wurden ihrer Rolle gerecht. Andreas setzte sich im Halbfinale hauchdünn gegen Toni Deck durch, der in der Runde zuvor mit Favorit Stephan rauskegelte. Und Ralf schlug Benjamin Bohne ebenfalls knapp im dritten Satz. Das Bruderfinale wurde also tatsächlich Wirklichkeit und die beiden schenkten sich nichts. Erst im dritten Satz schlug Andreas seinen Bruder in einem wahren Herzschlagfinale. In der B-Runde setzte sich Marc Lorenz gegen Sebastian Höfer-Pipo durch und sicherte sich den Titel. Nicht weniger spannend ging es bei den Damen zu. Aus den 16 Teilnehmerinnen kristallisierten sich schließlich Sabrina Pech und Tabea Kielitz als Finalistinnen heraus. Tabea schlug ihre Gegnerin erst im dritten Satz und erntete massig Applaus. In der B-Runde sicherte sich Christine Krupke den Titel. Und eines haben die Sieger alle gemeinsam. Sie wollen den Titel verteidigen. Das schreit nach Wiederholung. Zum Schluss folgen nun Interviews mit den beiden Finalisten Ralf und Andy Scheler sowie mit Oliver Stephan. Die einzelnen Begegnungen und Ergebnisse sowie Fotos finden Sie übrigens auf aweser.de. Die Scheler-Brüder waren im Finale, Andi, du hast gewonnen. Ja, ein paar Worte von dir. Wie fühlst du dich jetzt? Ja, fühle mich super. Ich habe das eben schon gesagt. Wir haben gewusst, dass wir ganz gut spielen können. Wir haben ja schon mal letzte Woche mittrainiert hier. Aber dass das so ausgeht, ich meine, im Viertelfinale, Halbfinale, da hast du immer irgendwie Gegner, wo du auch mal verlieren kannst. Und von daher, das Niveau war wirklich gut, hat uns überrascht. Insgesamt und von daher freut es uns umso mehr, dass wir beide auch noch im Finale waren und dann halt den Sieg, das ist einfach nur geil. Ralf, wie war es gegen deinen Bruder im Finale zu spielen? So, wir spielen so oft gegeneinander, ob Tischtennis oder Headtennis jetzt zuletzt, also insofern nichts Überraschendes. Mich freut es auch, dass er gewonnen hat, er hat eine schwere OP vor sich nächste Woche, insofern hat er jetzt nochmal ein Highlight vor der OP und ich gönne es ihm, er hat zweimal gegen mich gewonnen, also hat er es auch verdient. Wie fandet ihr das Turnier insgesamt? War eine klasse Veranstaltung, es war wie gesagt ein hohes Niveau, haben wir dann in den letzten Finalspiels dann eben auch gesehen. Also von daher, ich glaube, es hat allen Spaß gemacht, so wie man es mitkriegt und ja, war eine tolle Sache. Ich denke mal, es lohnt sich nochmal loszulegen wieder, ne? Also ich wollte gerade fragen, seid ihr beim nächsten Mal auch dabei? Also sofern das Termin nicht und so weiter passt, auf jeden Fall als Titelverteidiger muss man ja daran teilnehmen und ja, von daher auf jeden Fall. Olli, soeben ist das erste Avesa-Kobati-Turnier zu Ende gegangen. Du hast ja das Ganze ins Leben gerufen sozusagen. Wie zufrieden bist du jetzt am Ende des Turniers?
Also zum einen bin ich ziemlich kaputt, weil ich selber bis zum Viertelfinale mitspielen durfte, gegen dich dann verloren habe, leider. Aber ich muss sagen, das Turnier war grandios. Es war sowas von fair, es war sowas von mit viel Esprit, mit viel Sportsgeist. Was die Orga anbetrifft, klappte alles. Die Zuschauer waren sehr zufrieden, die Spieler haben viel Spaß gehabt, waren sehr zufrieden. Also von daher muss ich sagen, es war insgesamt alles perfekt. Da kann ich mich nur anschließen und ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall ein zweites Turnier. Ganz sicher. Herr Georgi von der Sparkasse hatte vorhin schon geäußert, dass die Sparkasse auch im nächsten Jahr wieder als Sponsor auftritt. Wir wollen darüber hinaus noch ein Doppelturnier, eine Doppelkonkurrenz im Herbst veranstalten. Da müssen wir noch sehen, wann der Termin ist. Aber auf jeden Fall wird Kobati auch in Zukunft gespielt.